Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich spiele Destiny. Der Modus ist Kontrolle. Das ist so ähnlich wie Herrschaft oder wie Hauptquartier. Ich spiele online. Das ist Schmelztiegel heißt es. Ja, es gibt ein, zwei Probleme bei mir mit Destiny. Ich habe mich gefragt, warum ich nicht mehr aufsteige. Ich habe die Kampagne durchgespielt. Ich habe hatte einen Rang von 17 oder 18 nach dem Kampagnendurchspielen. Erfolge gibt es eh so gut wie gar nicht. Also ganz wenige. Und nichtsdestotrotz ist es ein sehr gutes Spiel. Es ist eine alte Alternative zu Battlefield, zu COD, weil es wirklich von deiner Spielzeit, von deinem Können abhängt. Ist eigentlich ein faires Spiel, finde ich, weil du schließt die Kampagne ab, hast einen Rang von 17 bis 18. Und wenn jetzt Leute von mir aus schon länger online spielen, dann sind die vielleicht Rang 25 oder 28. Ich habe schon einen 29er gehabt. Das heißt, umso höher die Zahl ist, umso länger spielt der online, weil du kannst nur durch Kampagne spielen, kannst du nur bis zum Level 17 oder 18 aufsteigen. Alles, was darüber geht, musst du durch Bonussachen gemacht haben, wie Bonusaufgaben oder Herausforderungen oder durch Online-Spielen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Rang 21 auf einen 25er treffe, wäre ich jetzt nicht in dem Fliegedings da, Mosquito heißt das. Würde ich da nicht drin setzen, hätte er mich gerade kaputt gemacht, also hätte ich gar keine Chance. Und zack, oh, ich hatte Beleidigungen gekriegt und die haben mich zugeschrien auf dieser Karte. Ich gehe aus dem Teil nicht raus. Da hast du, bist du ziemlich wehrhaft auf der Karte. Die ist ziemlich weitläufig. Du kannst hier ziemlich gut rumfahren und aus den, wenn du ein bisschen rechtzeitig schaust, dann hast du auch gute Überlebenschancen. Ja, nochmal zurückzukommen. Du bist Rang 17 und 18 nach der Kampagne und dann gehst du online spielen, im Schmelztiegel heißt das. Dann triffst du auf Gegner zu Fuß, also wo es keine Fahrzeuge gibt oder andere Spielmodusse gibt, die was hier, er war 24, triffst du auf Gegner, die was 3, 4, 5 Ränge höher sind wie du, kannst du sicher sein, dass du keine Chance hast, den kaputt zu machen. Außer sei er es vom Gegner zuvor angefragt oder ist, hat schon sein Schutzschild ist unten, das ist so ähnlich wie Halo. Du musst das Schutzschild erst wegknallen und dass du an den Lebensbalken hinkommst und dann musst du auch noch treffen, dass du ihn kaputt kriegst und den Punkt kriegst. Das dazu. Und umso höher der Typ ist, also vom Rang her jetzt, 25, 26, 27, 28, 29, keine Ahnung, dann, na, wie hoch ist er, 24, er ist auch 3 Ränge höher wie ich, würde ich nicht in ein Ding setzen, und da würde raus, dann hätte ich so gut wie keine Chance. Das heißt, umso höher der Rang ist, umso länger spielt er online oder hat Bonusaufgaben gemacht, du steigst mir dann nur noch auf durch verbesserte Rüstungen. Die sind mit Lichtwerten versehen, jede Rüstung hat einen anderen Lichtwert und umso höher dieser Lichtwert ist, was du brauchst, den brauchst du zum Aufsteigen. Sag mal, du kannst einen Lichtwert haben in deiner kompletten Ausrüstung, vom Helm über den Brustpanzer, über Handschuh, Vorhang, Schuhe, dein Kittel, dein Vorhang hier am Rücken, meine ich, den Umhang. Und die sind alles mit Lichtwerte versehen. Und der höher ist, das addiert der zusammen. Und dann steigst du wieder einen Rang auf. Sag mal, du bist Rang 18, 19. Und hast dann
dein kriegst dann durch Bonusaufgaben neue oder durch gutes Spielen auf der Karte, dass sag mal, du hast wenig Kill, viel Kills, stirbst wenig und tust viele Gegner retten und nimmst auf die so Hauptquartiere ein oder so Kontrollpunkte ein, dann kriegst du Waffen verliehen, Handschuhe verliehen, Ausrüstung verliehen und wenn du Glück hast, haben die einen höheren Lichtwert wie die Ausrüstung, was du trägst. Und sobald du die aus deinem Inventar rausnimmst und tust sie dein Avatar zuordnen, dass der die hat und die Lichtwert höher ist, gehst du einen Rang hoch und dadurch kriegst du Upgrades, wo du deine aktuelle Ausrüstung wie Waffen verbessern kannst, deine Bonusfähigkeiten besser machen kannst, dass du dreimal so hoch springen kannst und so weiter. Also das ist wirklich ein Spiel, wo du ja, wo eigentlich ziemlich fair ist. Also da hast du, wenn du, weil du als Neuanfänger reinkommst und hier vergleichen wir es mal mit COD, sitzt im Eck und wartest, dass die Leute vorbeikommen, kannst du sicher sein, dass du den nicht tot kriegst, dass der dich erstens, wenn er dich sieht, dass er sich einfach rumdreht und rotzt dich einfach weg. Wenn der 4, 5 Ränge drüber ist, hast du keine Chance. Die haben Waffen, was du nicht kriegen kannst. Die Ausrüstung, das sind Verteidigungswerte, heißt es. Du kannst, da gibt es so viel. Deine Ausrüstung kann Verteidigungswerte haben, das heißt, wie viel Schaden er aushält. Du kannst aber auch eine Ausrüstung haben, wo wenig Verteidigung hat, aber mehr Stärke hat. Das heißt, Stärke ist das, was der Schaden anrichtet. Und da kommt es auch viel, viel an. Da gibt es auch noch Disziplin und so weiter. Und ja, da kannst du deinen ganzen eigenen Avatar zusammenstellen. Du kannst ihn anziehen, wie du willst. Und wenn dir dann die Werte dazu noch stimmen, dann dadurch steigst du auf, durch die Lichtwerte dann. Und dann erkennt man das durch die Zahl, was er davor hat, weil du eben doch egal was du machst, nicht mehr aufsteigst, außer dann eben durch solche Sachen. Und wenn du dann weißt, er ist schon 25, dann spielt der richtig lange. Dann ist der schon richtig lange dabei. Oder von Anfang an wahrscheinlich. Und ja, das dazu. Und das kriegst du nur durch besondere Spielweise. Sprich, nicht sterben, viele retten, Serien versuchen zu machen und mit den Bonusaufgaben, vielleicht mit den Waffen zu spielen, was sie dir vorschreiben. Und dann kriegst du, wenn du zurückkommst, kriegst du am Ende vom Game entweder kriegst du Sachen verliehen. Und wenn du Glück hast, sind die besser wie deine, die anlegen und dann steigst du auf. Und umso höher der Rang ist, umso besser ist das. Na, schau mal her, der haut mir mit oben der Balken in der Mitte mit ein bisschen Schießen, obwohl ich in den Teilen sitze, haut er mir mein ganzes Schutzschild wird weg und das ganze, fast das ganze Leben. Das Weiße ist das Schutzschild, das Rote ist das Leben. Also nur ganz kurz schießt er und trifft nur kurz ein bisschen und ich bin fast tot. Du hast keine Chance. Also das ist wirklich ein Spiel. Wenn man das mit COD vergleicht, wie unfair ist das? Wie oft werdet ihr weggeschossen von irgendwelchen Leuten, die das im Eck sitzen und von mir aus die gleiche Waffe haben oder aufgehoben haben, nur warten, dass Leute vorbeikommen? Das geht hier nicht. Hier kommt es dann wirklich auf Können drauf an, auf Zusammenstellen, auf Wissen von deinem Charakter. Das ist ein wirklich faires Game. Holt euch Destiny, spielt es. Am Anfang ist es ein bisschen tricky zum Einstellen. Aber wenn ihr das mal dann raus habt, zur Zeit lang, und ihr steigt auf und habt dann einen halbwegs guten Charakter. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal nach der Runde werde ich 22 sein, 22,5. Dass ich irgendwann 23, 24 bin, dann bin ich auch richtig wehrhaft. Das heißt, dann geht es schon ein bisschen besser. Und ja, das ist richtig gut. Also, wie gesagt, ein faires Spiel. Also, gibt es nicht mehr so. Ich möchte an der Stelle gleich mal meinen Bruder grüßen. Der Taktlos-Wookie, wie oft er rumschreit bei COD hier. Jetzt der hat ihn weg, der hat ihn weggerotzt oder was nicht sein kann und so weiter. Weil sie halt wirklich alle gleich sind. Da kommt es wirklich darauf an. Bei COD jetzt campt er im Eck und wartet nur auf dich. Dann hast du fast keine Chance. Er sitzt irgendwo im Dreck, im Gras. Mit Thermal bei Hardcore rotzt dich weg. Du hast keine Chance. Wenn der irgendwo sitzt, der schießt dir in den Fuß. Bist du tot? Das geht bei Destiny nicht. Destiny muss erstmal der Schutzschild weg.
wenn der Rang dann höher ist, wenn er jetzt zum Beispiel, wie wir es mit Ghost vergleichen, wenn da so wie mit meinem Bruder hier jetzt, sag mal, fast 600 Spielstunden COD hat, dann kommt irgendein Fuzzi und rotzt dich weg, weil er unterm Auto durchschießt oder im Eck sitzt, im Dunkeln. Ja, das ist schon richtig ärgerlich. Das geht hier nicht. Wenn der da 500-600 Spielstunden in Destiny investiert hätte, dann wäre Rang 25, 26, 29 unzerstörbar. Fast unzerstörbar. Also wenn man schon mal von euch einer Destiny gespielt hat und hat mal so einen 30er vor sich stehen gehabt und du bist Rang 15, 17, 18, da kommen dir die Tränen. Also da geht wirklich gar nichts. Deswegen ein Gruß von mir hier an der Stelle an meinen Taktlos Wookie. Hol dir Destiny und du ist Schluss mit dem Weinen, mit dem nervlichen COD-Spielen. Ja, das dazu. Schaut das noch fertig an, es ist gleich aus. Mir gefällt es auch gut. Spielt Destiny. Lasst es krachen, haut rein. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Viel Spaß noch. Gruß, euer Wookie.